Aktenhalle in Nürnberg heute mit insgesamt über 1750 Polizeibeamtinnen und Beamten gemeinsam diese Vereidigung durchführen können. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bedanken bei unserem bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder. Lieber Markus, dass du heute bei diesem bedeutenden Anlass persönlich dabei bist und die Festansprache hältst, ist eine besondere Auszeichnung für unsere Polizei und gerade für die jungen Kolleginnen und Kollegen. Vielen Dank dafür. Der Staat, das heißt immer so schön, Beamter zu sein, der Staat, die Jacke des Staates ist manchmal etwas eng, aber sie ist ziemlich warm. Insofern herzlich willkommen in der großen bayerischen Beamtenfamilie, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wenn man das so sieht, was die bayerische Polizei künftig zu bieten hat, beeindruckend. Viele, viele Berufe, Lokführer, Cheerleader, Tanzlehrer, Master of Psychologie, alle möglichen Berufe sind dabei. Sie werden die bayerische Polizei enorm verstärken. Die bayerische Polizei ist natürlich bunter geworden. Viele Bereiche sind da, von albanisch, türkisch, bulgarisch, ungarisch, russisch, serbokratisch, hawaiianisch, ja, und sogar Österreicher, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie werden jetzt auf das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und die Verfassung des Freistaates Bayern vereidigen. Erheben Sie bitte die rechte Hand zum Schwur. Sprechen Sie mir nach. Ich schwöre Treue. Dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Und der Verfassung des Freistaates Bayern. Gehorsam den Gesetzen. Und gewissenhafte Erfüllung meiner Amtspflichten. Und gewissenhafte Erfüllung meiner Amtspflichten. So wahr mir Gott helfe. So wahr mir Gott helfe.